Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie es sein muss, die Kraft und Leistung der exklusivsten Sportwagen der Welt zu spüren, dann fragen Sie nicht länger, sagt die Packungsrückseite. Kraft und Leistung, nun ja. Wir sprechen hier vom Jahr 1987 und Kraft und Leistung bedeutet für PCs 25 MHz Prozessortakt und 16 Farben Grafik. Das Spiel, das damit die Bulligkeit turboschneller Sportwagen simulieren will, heißt Test Drive. Der Name ist Programm. Man wählt einen aus 5 Edelflitzern, geht auf Spritztour im Straßenverkehr und wer die Testfahrt ungeschrammt zu Ende bringt, darf die Karre behalten. Test Drive ist so realistisch, sagt der Packungstext, dass die G-Kräfte Sie in den Sitz drücken werden. Na, dann halten Sie sich mal fest. Wir gehen davon aus, dass Sie noch recht entspannt im Sessel sitzen und wohl gerade anderes spüren als ausgerechnet Kraft und Leistung. Aber verzeihen Sie der Packung Ihre Protzerei. Was PC-Spieler hier 1987 zu sehen bekamen, war trotzdem richtungsweisend. Vorneweg gesagt, Test Drive ist kein sonderlich gutes Spiel. Die Steuerung ist träge, geschaltet werden muss von Hand, Grafik und Spielablauf bleiben eintönig, von Geschwindigkeitsgefühl kann keine Rede sein. Es wird auch nicht viel besser. Von allen 7 klassischen Test Drive-Spielen, die wir Ihnen in diesem Video zeigen, hat keines Qualitätsmaßstäbe gesetzt, es sei denn negative. Was die Serie auszeichnet, ist nicht ihre Machart, sondern ihre Idee. Mit Test Drive beginnt, zumindest auf dem PC, das Genre der Fun-Rennspiele, also das Need for Speed-Konzept, in schnellen Sportwagen über befahrene Straßen zu heizen. Test Drive setzt das nie wirklich perfekt um, es bleibt zeitlebens kaum mehr als ein Ausweichspiel, aber es erfindet viele Genre-Standards, zum Beispiel auch diesen hier, die Polizeiverfolgung. Den Streifenwagen, den Sie im Rückspiegel sehen, müssen Sie abschütteln. Apropos Rückspiegel, Vektorgrafik für die Straße und grob gestufte 2D-Modelle obendrauf, alles gedoppelt im Rückspiegel, das konnte sich für die Zeit technisch durchaus sehen lassen. Nur Abwechslung sollten Sie nicht erwarten, etwas anderes als die Bergstraße bekommen Sie nicht zu sehen. Test Drive erscheint bei Accolade, 1984 von 2 ehemaligen Activision-Mitarbeitern gegründet. Programmiert wird das Spiel von Accolades Haus- und Hofentwickler aus jener Zeit, dem kanadischen Studio Distinctive Software. Mit Test Drive gelingt Accolade ein Überraschungserfolg. Klar, dass man in solchen Fällen bald nachlegt. 1989 erscheint der Nachfolger Test Drive 2, The Duel. Das Duell im Namen deutet schon eine mittelgroße Neuerung an. Nun ist noch ein zweiter Wagen auf der Straße, mit dem sie um die Wette rasen. Zudem gibt's nun auch eine Automatik. Ansonsten sind die Änderungen eher kosmetischer Natur. Sie sehen's, es geht nun auch deutlicher hoch und runter, auf den Straßen ist mehr los. Die Spurweite variiert, Berge sind teils durchtunnelt. Und padauts, beim Crash zerknautscht sich nun die Motorhaube. So sah also ein Schadensmodell vor 18 Jahren aus. Die Berge bleiben nicht mehr das einzige Szenario, wir reisen nun auch durchs Grüne. Distinctive Software erweitert die Landschaftspalette, setzt dafür aber die Sparschere anderswo an. Mit dem Ferrari F40 und dem Porsche 959 gibt's nur noch 2 Autos zur Auswahl. Allerdings, man kann ja welche nachkaufen. Im gleichen Jahr erscheinen satte 4 Erweiterungspakete zu Test Drive 2, 2 davon sind reine Autosammlungen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die anderen beiden Erweiterungen enthalten Streckensets, 1 in Kalifornien, 1 in Europa. Da sind wir gerade und Sie sehen's, Fachwerkhäuser, leere Straßen, blau uniformierte Polizisten, wir müssen in Deutschland sein. Die Ähnlichkeit lässt noch zu wünschen übrig, aber ein weiterer Serienschritt ist schon angedeutet. Test Drive bewegt sich in Richtung realistischer Szenarien. Allerdings nicht mehr mit Distinctive Software. Accolade und sein Entwickler kriegen sich in die Haare, weil die Kanadier die Test Drive-Technologie für die PC-Konvertierung des Spielhallen-Hits Outrun benutzt haben. Man einigt sich außergerichtlich, aber die Rennserie wird ab jetzt von Accolades hausinternen Programmierern fortgeführt. Distinctive Software erlangt 1990 mit dem Spaßrennspiel Stunts bzw. 4D Sports Driving Weltruhm und wird 1991 von Electronic Arts gekauft. Heute heißt es EA Canada. Genau, das Studio, das die jährlichen EA Sportspiele macht und zuletzt auch Need for Speed Most Wanted produziert hat. Der Entwicklerwechsel tut der Test Drive Serie gleichzeitig ziemlich gut und ziemlich schlecht. Denn Teil 3, The Passion, macht einen eindrucksvollen Techniksprung, ist aber quasi unspielbar. Okay, Sie können diesen Crash meiner fahrerischen Ungeschicklichkeit zuschreiben, aber das zersplitterte Fenster wurde auch für schnellfingerige Fahrer zum vertrauten Anblick. Pam! Denn die Fahrzeuge reagieren sprunghafter als ein Flummiball und im rasant angehobenen Tempo werden die Polygonkanten der Landschaft zur Todesfalle. Dabei ist die 3D-Grafik wegweisend. Nicht nur sind die Fahrbahngrenzen geöffnet, die ausladenden Landschaften lassen sich tatsächlich frei befahren.
Vor allem gibt es darin auch wirklich sehenswerte, detaillierte und animierte Objekte zu bewundern, etwa einen fahrenden Zug. Nur Rennen fahren, das klappt nicht so recht. Test Drive 3 floppt, die Serie ist damit vorerst beendet. Es folgt eine lange Pause und in der Zwischenzeit kopieren andere Titel die Test Drive-Idee und feiern große Erfolge. 1994 gibt die Need for Speed-Reihe ihren Einstand. 1995 erobert Bleifuß die Rennwelt im Sturm. Bei Accolade sieht man sich das mit wachsendem Unmut an. Schließlich bekommt das britische Team The Pitbull Syndicate den Auftrag, die Serie zu alter Größe zurückzuführen. Das Ergebnis erscheint Ende 1997. Test Drive 4 ist wohl das beste Spiel der Serie, spielerisch gesehen. Dass es gegen den Konkurrenten Need for Speed 2 SE trotzdem meilenweit den kürzeren zieht, sagt viel über die Test Drive-Reihe aus. Teil 4 orientiert sich am Konzept des Konkurrenten und ersetzt die offene Welt durch nett gestaltete Streckenschläuche, durch die sie im Pulk mit Gegenrasern düsen. Gegenverkehr, Polizei, alles mit dabei, ebenso wie die altbekannt minimale Fahrphysik und eher dubioses Kollisionsverhalten. Neu sind Nachtfahrten und amerikanische Muscle Cars, die man neben den bewährten Sportwagen wählen kann. Die serientypische Cockpit-Perspektive ist nur noch optional, nun wird auch aus der Außenansicht gefahren. So sehen Sie auch mehr von den hübschen Szenarien wie hier der Golden Gate Bridge in San Francisco. Der Realitätsbezug schlägt deutlich durch. Test Drive 4 spielt überwiegend in lose nachempfundenen Stadtregionen wie Bern, Kyoto oder auch München. Zum ersten Mal gelingt der Serie auch ein echtes Geschwindigkeitsgefühl, das dem Originalversprechen zumindest nahe kommt, sich zu fühlen wie in einem Sportflitzer. Der kurze Lichtblick ist schnell vorüber. The Pitbull Syndicate lässt sich nicht lange Zeit, um die Serie gründlich zu ruinieren. Teil 5 erscheint binnen Jahresfrist, geändert hat sich praktisch nichts. Hier spurten wir durch Moskau, eines der neuen Szenarien. Aber auch recyceltes wie San Francisco und München sind wieder mit dabei. Wesentliche Neuerung ist der Verfolgungsmodus, in dem Sie im Polizeiwagen Raser jagen. Kommt Ihnen bekannt vor? Kein Wunder, die Idee gab es vorher schon in Need for Speed 3 zu bestaunen. In GameStar fällt die Episodenwertung auf unerfreuliche 58%. Wieder ein Jahr später, Ende 1999, erscheint Teil 6. Wiederum weitgehend änderungsfrei und inhaltlich mittlerweile hoffnungslos zurückgefallen. Im Kampagnenmodus können Sie Ihre Autos nun mit Upgrades verbessern. Auf der Straße regiert dann aber doch die banale Steuerung auf Autobahnraserniveau, vor allem aber sorgt die wunderliche Physik für Erheiterung. Einige Beispiele aus den Test-Drive-Titeln 5 und 6. Hier stoßen Sie auf wirbelnde Autos, tanzende Autos, Ping-Pong-Autos, abhebende Autos, hüpfende Autos und, weil es so schön ist, noch mehr abhebende Autos. Die GameStar-Wertung fällt auf 48%. Als Gruselhäppchen müssen wir Ihnen auch dieses noch zumuten, der Vollständigkeit halber. Test Drive 4x4 ist der Allradableger der Serie, erschienen Anfang 1999. Die Pixelgrafik stammt aus dem Softwaremodus des Spiels, denn die 3DFX beschleunigte Version ist heute nicht mehr zum Laufen zu bringen. An sich ist 4x4 die mittlere Episode einer dreiteiligen Reihe, die im US-Original Test Drive Offroad heißt. In Deutschland ist unter dem Seriennamen aber nur die umbenannte 4x4-Version erschienen. Statt echter Offroad-Freiheit bietet Ihnen das Spiel nur schienenartiges Rasen auf eng begrenzten Strecken. Von einer Kollisionsphysik im eigentlichen Sinne kann keine Rede sein. Aber haben Sie vorhin die Kamele gesehen? Warten Sie, die müssen wir Ihnen zeigen, denn ein Bild sagt bekanntlich oft mehr über ein Spiel als 1000 Worte. Hier, Auto, Kamel. Wir sparen uns weiteren Kommentar. Accolade wird 1999 gekauft und geht in Infogrames auf, der Firma, die heute Atari heißt. Und bei der wird die Serie nach der zweiten großen Pause von knapp 7 Jahren weitergeführt. Test Drive Unlimited ist Anfang März 2007 erschienen. Es ist ein später Trost, denn zum ersten Mal bekommt der Serienurvater einen würdigen Nachfolger. Die Hawaii-Raserei entspricht den modernen Qualitätsstandards und macht einen Haufen Fahrspaß. Ein echter Sportwagen vermittelt Kraft und Leistung immer noch am besten. Aber die Test Drive-Serie ist dem Gefühl im Laufe von 20 Jahren ein ganzes Stück näher gekommen.